TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany. Hallo, hier ist Guido Bartels und Roman Kostal, beide TBF, von der Konferenz, die JP Morgan im Rahmen der IWF-Tagung, Weltbanktagung hier in Washington veranstaltet hat. Sie erinnern sich, letztes Jahr war ich auch schon dort. Der erste Tag ist gerade vorüber. Die ersten Eindrücke sind, ja, wie soll ich sagen, zumindest sehr gemischt. Also von der entwickelten Marketseite sind doch allgemein eher große Fragezeichen, zumindest bei mir mittlerweile aufgetaucht, was die weitere wirtschaftliche Entwicklung und vor allen Dingen auch die Entwicklung der Zinsen und der Inflation angeht, was die richtige Positionierung angeht. Aber darüber werden wir sicherlich am Ende der Konferenz besser berichten. Roman hat sich die Zeit genutzt, um doch das bisschen auf der Schwellenlandseite noch ein bisschen anzuschauen, was dort erzählt wurde. Roman, vielleicht da? Ja, also das war sehr, sehr interessant auch. Ich wollte vor allem die Emerging Market mir so ein bisschen angucken, ob unsere Positionierung auch da passt. Heute waren Asien vor allem auf dem Programm. Ich habe mir China natürlich angeguckt, ich habe mir Vietnam angeguckt und Indien. Das hat sich auch so ein bisschen bestätigt von die Prognose von IMF, dass China zwar jetzt kurzfristig sich vielleicht ein bisschen erholen hat, aber die haben auch schon für nächstes Jahr wieder eine Prognose für GDP-Wachstum 4%. Indien aber hat mich sehr überrascht. Natürlich, man kennt das aus der Vergangenheit, dass man Indien immer wieder versprochen hat, dass sie liefern werden, haben bis jetzt noch nicht geliefert, aber da tut sich auch einiges und da werden wir auch später darüber berichten und es ist auch ein sehr interessantes Land, wo man halt dann wirklich langfristig auch für die nächste Dekade auch investieren könnte. Aber jetzt haben wir erstmal 10 Stunden Frontalbeschallung hinter uns gebracht und ich denke, jetzt haben wir uns wirklich ein ganz ordentliches Bier verdient und in dem Sinne zurück wieder an Studio, wie man so schön sagt, und wir sprechen uns morgen wieder. Dankeschön, tschüss. Alles klar, ciao.